Hallo! Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. Wir sind jetzt im 13. Kapitel, das heißt Roter Drache, irgendwann im Kriege ich nicht mal ein September, keine Trinkgeld? Ahnung, irgendwann. Trinkgeld? Ich höre wohl nicht richtig. Baby, ich bin's gewohnt, dass die Weiber mich zahlen. Ein vollendeter Gentleman, wie immer. Schwör schon endlich ab, Süße. Hey, Gina, willst du zu mir reinkommen? Hey, ist da drin noch Platz für drei? Ja, ich hoffe, es hat euch jetzt nicht. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt am Anfang ein bisschen, habt ihr da ein bisschen Spaß gehabt, weil ich habe mir jetzt so gedacht, ich fange jetzt einfach mal an mit Hallo. Das wollte ich letztes Mal immer schon machen, aber ich habe mich ehrlich gesagt nie getraut. Und nachdem ich jetzt halt ein bisschen Pause gemacht habe, jetzt in meinem Urlaub, habe ich mir gedacht, jetzt den ersten Anfang nach dieser kurzen Pause vom Let's Playen, da mache ich jetzt einfach mal. Also das geht gar nicht anders. So, wir gehen mal ans Telefon. Barbara ist Bordell. Hast du die Mäuse? Wir haben die Mäuschen. Peter, hier ist Henry. Wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Eddie war bei mir. Falcone wusste von dem Deal und hat ihn geschickt, um seinen Anteil zu kassieren. Na, wie viel? 60 Riesen. Oh, Mist, Scheiße. so viel? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Es reicht nicht mal mehr für Bruno. Komm in den Park. Ich will nicht am Telefon darüber reden. Okay. Ich bin gleich da. Jo. Joe, wir müssen los. Was? Warum? Komm jetzt, Joe. Ich erzähl's dir unterwegs. Ach so, ja, genau. Ich hatte ja keine anderen Klamotten. Oh, komm. Upsala. Hier nehmen wir das schöne orangene Hemd. So, komm, du Bömpel. Okay, Mädels, schließt hinter euch zu. Vito und ich haben zu tun. Was Ja. zum Teufel ist los? Das war Henry am Telefon. Carlo hat von der Sache Wind bekommen. Oh, Scheiße. Weiß er, dass wir was damit zu tun haben? Ich glaube nicht. Reden wir im Auto weiter. Schnell zum Auto! Und dann hauen wir ja mal richtig einen aufs, ne? Ja, ich drück die falsche Taste, verdammt. Ja. Steigen Sie Wo bitte fahren ein, wir Mr. hin? Joe. Lincoln Park. Treffen wir da Henry? Ja. Okay, was hat Henry am Telefon gesagt? Geht's ihm gut? Klang so. Aber Carlo hat ihm seinen Anteil geschlichen. Scheiße. Genau das, was Henry prophezeit hat, ist ausfindet. Ja, aber das Problem ist, dass wir nicht mal genug haben, um es Bruno zurückzuzahlen. Scheiße. Ja. Dann, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Wir lassen uns im Park was einfallen. Genau. Henry wird wissen, was zu tun ist. Auf jeden Fall. Wir werden gleich. Wir werden so viel Spaß im Park haben. Das glaubt mir keiner. Aber die meisten kennen das Projekt ja sowieso schon. Aber egal, ich hau das ja so oder so raus. Bisher, ich glaube, heute ist der 15. Part rausgekommen. Ich bin jetzt bei Part 31, müsste das jetzt sein. Und ja, also ich denke mal, ich werde das heute Abend sogar noch fertig aufnehmen. Weil nämlich das 15. Kapitel dann in einer extra Aufnahme auf. Ach, ich weiß es nicht. Das kommt dann ein bisschen spontan von mir. Ich werde da mal gucken. So. Henry ist nicht wiederzuerkennen. Er hat den letzter. Was ist denn Verdammt, da was ist denn los? da los? Scheiße, das ist Henry! What the fuck? Was machen die da mit ihm? Yushi, die Foxy. Ah. Oh Mann. Das sieht. Boah. Wow. Da läuft einem eiskalten Hat Rücken eine runter. Knarre. Gib mir den. Oh, das Genau, ist ein Arschloch. Mehr kannst du nicht? Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen in Deckung gehen. So, du Pömpel, du bist gleich weg. Wenn ich mal treffen würde. Hallo? Los jetzt! Zack, zack! Ich glaube, der backt darum. Moment, Hammer gleich. Okay. Verdammt! Aha. Wer macht denn so eine Scheiße wie. Oh. Diese Kerle sind doch pervers! Arme Henry. Scheiße. Wer ist. Na, wer wohl? Gott verdammt, Henry. Sieh dir das an, Vito. Ist denn so eine Scheiße zu Das fassen? Geld ist. Oh. Komm, Joe. Wir müssen hier weg. Die Cops kümmern sich um Henry.
Hey, das ist der Alte, der uns den Stoff verkauft hat, Wong. Das geht einem so doch ein bisschen nahe. Wie kann man nur so grausam sein? So. Eine Kugel hätte doch gereicht. Folge dem Wagen. Sind krank im Kopf. Wir werden dran glauben. Und zwar alle. Ich meine, warum auf die Art? Und dann noch mitten im Park. Ich sagte ja, dass sie krank sind. Aus denen mache ich einen scheiß Chop Suey. Hey, ganz langsam. Wir wissen ja nicht mal, wie viele es sind. Na und? Das spielt keine Rolle. Henry ist tot. Willst du, dass sie uns auch kalt machen? Wir müssen jetzt clever sein. Mir egal, wie wir das anstellen. Hauptsache, sie sind danach mausetot. Ja, ja. Es sind womöglich mehr als zwei von denen. Na und? Je mehr, desto besser. Aber wir sind nur zwei. Oder willst du Carlo erzählen, in was für einer Scheiße wir stecken und ihn bitten, Verstärkung zu schicken? Okay, ich hab's kapiert. Dann versprich mir, dass du nicht wild um dich ballerst wie immer. Wir müssen leise sein, bis wir Wong gefunden haben. Okay. Ja, upsala. Ich sollte vielleicht nicht so nah ranfahren. Könnte ein Fehler sein. Naja. Lassen wir den Wagen mal ein bisschen rollen. Und dann fahren wir einfach mal diesen Pimpels da vorne hinterher, ne? So wie man das ja von mir kennt. Ist ja nichts Neues. So. Die wollen... Ups, Alter. Fahrerflucht, Verfolgung aufgenommen. Nö, ich habe jetzt keine Zeit. Entschuldigung. Verstanden. Ja, ich habe keine Zeit. Das habt ihr richtig verstanden. Wunderbar. Och, Leute, bitte. Ich habe zu tun. Ich habe keine Sprechstunde heute. Das Seelsorgentelefon für Polizisten ist heute geschlossen, ne? Also ist heute kein Anschluss unter dieser Nummer. So. Oh, Chinatown! Om nom nom, schön lecker gebratener Reis oder gebratene Nudeln. Jetzt wissen wir, wo das Schwein steckt. Gut, dann nichts wie rein, knallen wir ihn ab, bevor er sich mit dem Geld absetzt. Warte, zuerst brauchen wir mal vernünftige Artillerie. Wir können entweder zu Harry fahren oder wir machen die Ärsche gleich kalt. Du musst es nur sagen. Okay. Jetzt sind da vorne gerade zwei Bullen. Die fahren natürlich ja auch rein, es geht ja nicht anders, ne? Ach komm, ich denke mal, ich habe genug Munition dabei. Also gleich ist hier aber, ne? Gleich ist hier was im Busch. Dann wird hier richtig gebuscht. Ja. Sag mal, lag hier vielleicht noch irgendwo ein Heftchen? Lag hier ein Heft? Ich weiß es nicht. Könnte man mir das vielleicht sagen? Nö. Ne, hier vorne liegt nichts. Was ist das? Achso, das ist Dreck. Schön. Ich freue mich. Das ist Knorke. So weit kommt's noch. Echt jetzt? Was? So weit kommt's noch. Ja, tolles Gesprächsthema. Wunderbar. Aber Leute, ich mache noch mal einen ganz kurzen Schnitt. Ich werde mal ganz kurz ins Lösungsbuch reingucken, wo jetzt die Heftchen hier in dieser Mission versteckt sind. Ich bin gleich wieder da. Tschö mit Ö. So, meine lieben Freunde, da ist der Pümpel wieder zurück. Ich habe jetzt mal ganz kurz hier ins, ins Dings reingeguckt und, komm, wir überfallen die Butze. Hallo! Speicher. Konnichiwa. Verzeihung, meine Herren, Eintritt nur für Mitglieder. Hier hast du den scheiß Mitgliedsbeitrag. Hast du sie noch alle? Musst du so einen Krach machen? Ja, muss ich. Du hast gesehen, was sie mit Henry gemacht haben. Okay. Verdammt, ja, komm, das verdanken wir dir. Ich bin dabei. Warum hast du uns da sind wir dabei. Das ist prima. Lieber jeden Tag. Hallo? Hallo?
Was ein Dickschnitzel. Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir schaffe. Hä? Ich hab ihn getötet. So. Wo sind die nächsten Schnitzel hier? Ach, da ist einer. Hallo. Oh, Headshot. Sie schießen von oben. Echt? Das ist ein Ding. Warum machen die denn sowas? Also da bin ich ja total gegen, ne? Können die nicht hier runterkommen? Ne, können sie wohl nicht. Da habt ihr euch mit den Falschen angelegt, was? Ich habe dich geschützt. Getroffen. Ach, egal. Keine Angst. Der geht schon raus. Oh, hier der. Geh auf! What the fuck? Ich denke, der hat ihn da oben abgeknallt. Boah, Headshot. Hallo! Halt dich nicht lang mit ihnen auf, Vito. Wir müssen Wolf hin. Ja, what the fuck? Also, ich muss hier erstmal überleben, Joe. Dann sehen wir weiter, ne? Nein, ich bin nicht tot. Ich bin lebendig. Los, wie Vito, wir rücken nach! Er hat eine Knarre. What? Oben im Fenster. Na, wie schmeckt dir das, hä? Er ist tot. Juhu. Alter. Darüber. Ja, darüber. Ich komm hier gleich rum, du. Ich wäre ja mal dafür, dass du stirbst. Okay, es sind noch drei übrig. Ja, Joe, du könntest auch mal was machen, ne? Da wäre ich ja sehr dafür. So, du. Kommt her, ihr du, kleinen du Schlappschwanz. Komm da mal raus. Ich hab dich noch nicht getroffen. Alter, meine Munition ist da alle. Okay. So, Vito, leg sie alle um, bis auf den letzten Mann. Ja, ja. Hey, Vito, schlaf nicht ein, verdammt! Verdammt, wo kommen die alle her? Du musst irgendwo ein Tunnel nach China sein. Ja. Aua, aua, aua. Kratz ab, du Stück Scheiße. Danke. What the fuck? Oh, hallo. Frau, hat er dich getroffen? Einer noch, dann sind wir fertig. Du, nee. Wir sind noch lange nicht fertig. Guck mal, muss ich schon wieder alles machen hier. Meine Güte, du kannst ja gar nichts, Joe. Immer muss ich dir den Arsch retten und, ne? Nee. Immer dasselbe mit dir. So, hier ist kein Pömpel mehr, okay. Nö. Irgendwie nicht. So. Jetzt wollen wir noch mal gucken, was hier oben so ist. Kumpel, da sind wir noch lange nicht, ne? Warte mal. Südwestlich, also muss das da drüben irgendwo sein. Ha. Ich halte jetzt gerade mal Ausschau nach dem Heftchen. Pass auf, da kommt noch mehr. What the fuck? Wo? Wo? Ach, da unten! Hallo! Komm doch mal bitte hoch. Hallo. Würden Sie sich mal bitte erheben? Hä? Oh, ich krieg zu viel. Nächstes Mal stelle ich mich auf offline. Zeige dich, Kämpfer wie ein Mann. Nein, ich reg mich nicht auf. Nein, ich. Das war für Ruhe, Henry, du Ruhe in Person. So, wo ist das Heftchen? Wo ist das Heftchen? Ja, guck mal, wo ist das Heftchen? Wo ist das Pornomagazin? Hallo? Da? Nö. Wo, hä? Ich bin gerade ein bisschen, ne? Irgendwie bin ich gerade ein bisschen neben der Spur.
Ich verstehe das irgendwie nicht. Vielleicht hier? Oh, Munition ist immer gut. Okay. Ah, da! Oh, Titten. Ja, schön. Gut, dann haben wir das doch gefunden.